Das sind die erfolgreichen Judoka der SF Hardegg Augustinum. Deutscher Meister 2022. Bei ihnen sitzt jeder Griff. Jede Sekunde kann den Kampf entscheiden. Judo ist mehr als nur Kampfsport. Judo hält Körper und Geist fit, baut Stress ab und das Selbstvertrauen auf. ID-Judo ist für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. ID steht für Intellectual Disability. Das ist also wirklich eine therapeutische Maßnahme. Ich habe mittlerweile 40 Kinder oder Jugendliche, die dabei sind, den Sport hier so machen wie hier. Und man kann schon viele tolle Ergebnisse sehen nach kürzerer Zeit, wenn so die Motorik gelingt. Was für uns eigentlich ganz normal ist, aber wenn man stark darüber nachdenkt, dann weiß man, dass halt jede Bewegung viel aus dem Körper erfordert und viel Gehirnarbeit eigentlich auch erfordert. Dann, ja. 2022 werden die Judoka aus dem Münchner Norden wieder deutscher Mannschaftsmeister. Alessia und Max erinnern sich an den Tag und den entscheidenden Wurf. Den Hüftwurf, den Ogoshi. Emmy, cool, spannend. Ja, für mich eine Aufregung gewesen. Alessia und Max sind Teil der erfolgreichen Mannschaft und wenn der Moderator dumme Fragen stellt, wird er aufs Kreuz gelegt. Habe ich verloren? Ja. Jetzt freuen sich die Hardegger auf eine schöne Sportlerehrung der Stadt München und die Special Olympics Weltspiele im Sommer in Berlin. Inklusiv zu sein, in die Welt rauszukommen, sich darstellen zu können, Persönlichkeitsentwicklung, natürlich stolz sein auf sich, Umgang mit Niederlagen, wie es halt im Sport halt ist, oder auch mit Siegen natürlich, das ist natürlich das Schönere. Herzlichen Glückwunsch an die deutschen Meisterinnen und Meister im ID-Judo von den Sportfreunden Hardegg München. I don't want it.